Wunderschönen Montag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem und zwar im Kopf des Feindes. Jaco mit seiner Jailer Scroll wird Jailer. Glückwunsch dazu. Wer das Projekt nicht kennt, Giacomo von der Barcade, der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung, hat eine Runde Town of Salem aufgenommen, mir zugeschickt, ich kommentiere das Ganze. Der Clou daran ist, er macht das auch mit meinen Runden, das heißt vorbeischauen lohnt sich. Wir sehen hier schöne Map, ja, und er spielt Classic. Classic als Jailer kann nervig sein, weil es nun mal Classic ist. Erste Nacht wird William Hobbs mitgenommen, weil er als erstes gesprochen hat. Viele Killer neigen dazu, jemanden zu töten, der am ersten Tag spricht und vor allem als erstes spricht. Wir werden es sehen. Jaco ist als Jaco unterwegs, natürlich sein Hashtag alles Noobs außer Mutti. Und mal schauen, was der erste Claim so macht. Er schreibt erstmal gar nichts, der Gejailte. Jetzt kommt, er sei Invest. Hat relativ lang gedauert. Kann natürlich sein, dass er bis eben nicht bemerkt hat, dass er überhaupt gejailt ist. Wenn er gerade überlegt hat, wen suche ich aus, klickt da vielleicht ein bisschen rechts rum. Ist also verständlich. Der Liva Mojo wird natürlich noch reported, das ist auch klar. Und er wird ihn nicht anwispern. Jaco wird auf keinen Fall direkt jemanden anwispern und sagen, hier, du bist Invest, gib mir Informationen. Damit würde er sich selbst gegenüber diesem Typen revealen. Gab auch sonst nur einen Kill. Das heißt, Markus wurde brutal ermordet. Nein, die Mafia hat nicht getötet. Das heißt, eventuell wurde William Hobbs sogar attackiert. Was ihn damit als confirmed nicht Mafia oder SK darstellt. Kawaii wurde also gewoblockt. Jetzt wird Kawaii hochgewählt. Denn wenn die Escort einen SK woblockt, dann tötet dieser diese. Sprich, der SK tötet die Escort. Klar ist es auch beim Jailer der Fall. Wenn der Jailer den SK jailt und nicht auf Killen drückt, ist er tot. Oh, die Mafia hat auch noch auf Mojo gekillt. Die Mafia geht auf einen Geliefen. Gut, die Mafia ist dumm. Schon mal gut zu wissen. Interessant, John Proctor hat noch gelieft. Das heißt, er wird auch gleich reported werden. Jester hat gelieft. Was ist los mit denen? Natürlich wird Kawaii nach der Rolle gefragt. Sobald der Doktor claimt, ist er tot. Würde ich wetten. Da ist der Report. William Hobbs schreibt sofort raus, dass er gejailt war und Investigator ist. Warum? So. Jetzt wird auf Kawaii erstmal gegangen, was mit Kawaii los ist. Weil er wurde gewoblockt und der SK-Kill wurde zuerst angezeigt. Wurde im Forum lange diskutiert, ob das vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass der gejailte, dass der getötete oder durch den SK getötete wirklich gejailt, gewoblockt wurde. Ja, Jaco will nochmal darauf hinweisen, Kawaii wurde gewoblockt. Claimed Executioner, easy kill. Ich als Jaco würde ihn mitnehmen, exekutieren. Wenn er nicht hochgewählt wird, vorbereiten, mitnehmen, tschüss. Wenn der Executioner ist, ist er weg, er ist kein Townie und er könnte das bringen, um eine Erklärung zu haben, dass er immun war. Da ist der letzte Vote, der wird weg sein. Ich gehe davon aus, dass Kawaii wirklich der SK ist. Da dieser Claim Executioner ist halt dumm. Wenn da ein einigermaßen intelligenter Jailer dahinter steckt, nimmt er ihn mit und exekutiert ihn. Weil er kann nur Probleme bringen. Und eben diese Immunität versuchen dadurch zu erklären. Von daher easy going, hier auch guilty. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Jester wurde, ist sehr klein. Dafür hätte der Markus, die Escort, sein Target sein müssen. Das wäre ein Riesenglück für den Jester gewesen. Nee. Tian, er ist kein Jester. Der ist auf jeden Fall tot. Ja, easy. Das ist auf keinen Fall hier Jester gewesen. Die Frage ist nur, war er wirklich Executioner oder war er SK? Na komm, hau raus. Ich bin gespannt. Hat seinen letzten Willen angepasst. Ja, SK. Das war klar. Der hätte niemals Executioner claimen sollen. Der hätte alles andere claimen können. Wäre safe gewesen. Oder sicherer.
Für eine Nacht zumindestens, weil dann hätte nämlich das Medium vom Escort erfahren, SSK. Hier erst klicken auf Execute und dann nach der Rolle fragen, einfach nur um ihn unter Druck zu setzen, damit er was schreibt. Wenn er nichts schreibt, wird er eventuell sogar zurücknehmen in Execute. Oder wird Jaco das durchziehen? Ah. Sheriff Claim, dann nimmt das zurück. Ist möglich, hat aber sehr lang gedauert. Ich glaube, dass wir hier einen Lügner haben. Ich hätte vielleicht vorher noch schnell reingeschrieben, dass er Sheriff geclaimed hat. Das hat Jaco nicht getan. Kam ein bisschen spät. John Proctor, nur der Lever ist tot. Sollte John Proctor jetzt hier übrigens Godfather der Mafioso sein, könnte es sein, dass wir den entsprechenden anderen Killer von der Mafia haben. Nein, er war selbst Sheriff. Ärgerlich für den Herrn Jay. Sehr, sehr ärgerlich für Jay. Er claimt damit Random Town. Er sagt auch Kill Me. Er gibt direkt auf. Ich glaube, er ist selbst wahrscheinlich Executioner, der zum Jester wurde. James Russell claimt auch noch Sheriff. Jen soll Mafia oder Vigilante sein. Er könnte auch Veteran sein, so ganz nebenbei. Oh, ich glaube, Jaco will ihn wirklich exekutieren, weil ein Sheriff tot ist und er sagt, tötet mich. Jen mitzunehmen macht keinen Sinn. Sie wird halt irgendwas claimen. Vigilante, Veteran. Danach zu fragen, finde ich halt auch schwierig. Ja, war klar, dass Vigilante der Veteran geclaimt wird. Oh ja. Professor Chaos, ganz schön gefährlich, wenn die beiden miteinander wispern. Das ist auch etwas, was man sehr häufig in Classic sieht, dass Whisper für die alle direkt böse ist. Jetzt wird James Spady erstmal hochgewählt, der Sheriff geclaimt hatte, meine ich. Oder war es James Russell? Ist immer schwierig, wenn die Vornamen gleich sind. Ah, claimt Medium. Ist halt möglich, nicht wahr? What did they say? Das ist so eine Frage, die finde ich schwachsinnig. Sie bringt nichts, weil es kann keiner überprüfen. Er kann irgendwas claimen. Er kann sagen, ja, Markus hat gesagt, er liebt, keine Ahnung, es mit Barbies zu spielen und Kawaii hat sich gefreut, dass er gelyncht wurde, weil er die Rolle hasst und es kann keiner überprüfen. Und er wird guilty gewotet. Wow, es ist Classic. Einer der Guilty Votes muss mitgenommen werden. Jay zum Beispiel. Answer faster next time. Er hat doch sehr schnell geantwortet. Du hast doch Zeit gehabt. Ist doch los. Ist doch egal. Ich würde I Eat Virgins mitnehmen. Weil er hat abstained. Also Jay wird exekutiert. Vom Jaco. Hundertprozentig. Könnte wirklich einer der Mafia sein. Ich würde die anderen drei Guilty Voter auch mir mal ein bisschen näher anschauen. Aber dass er halt Medium sein kann, war klar und dann guiltet man nicht. Wobei natürlich auch nicht zu vergessen ist, wenn man nicht vergessen darf, das ist sehr häufig in Classic so, dass einfach viele Guilty Voten bei Townies. Haben wir letztens gespielt, Jailer. Jailer Claim, easy Guilty Vote, alle wählen Guilty. Er hat gelogen. Er hat vorhin gesagt, er will sterben. Und davor hat er gemeint, er sei Sheriff. Er könnte Sheriff sein. I Eat Virgins wurde wahrscheinlich von Jennifer erschossen, oder? Hat die Mafia wirklich jetzt hier einen Verdächtigen gekillt? Weil der I Eat stand wirklich ein bisschen verdächtig da. Framer down. Die Mafia hat ihn echt gekillt. Wow, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte ihn ein bisschen verdächtiger darstellen lassen, den I Eat Virgins. No Heals, Desu, Olinson Sus. Wow, was für ein beschissener letzter Wille. Kann man nichts lesen, aber der Doktor ist raus. Zwei Mafias bleiben übrig, ein Executioner. Sind drei Böse gegen noch fünf Townies. Die haben genug Chancen, das zu reißen. Vor allem mit dem Investigator. William Hobbs, er sollte inzwischen was rausgefunden haben.
Hat ja immerhin auch die Jennifer Olsen als Vigilante oder Mafia hingestellt. James sei suspicious. Ja, ist aber möglich, dass er Sheriff ist. Wäre halt immer noch Random Town. Wie Should Lynch him. Was ist los mit dir, Jocko? Ist das Random Town noch am Leben? Wieso gehst du so auf James Russell? Kann Sheriff sein, die anderen, keine Ahnung über die anderen. Ich würde mich mit William Hobson ein bisschen kommunizieren. Er scheint relativ confirmed zu sein. Hätte ein sehr deepes Spiel sein müssen. Der hätte nämlich William Hobbs Mafia sein müssen. Im besten Fall Godfather. Hätte Jennifer Olsen als Mafioso, als Vigilante oder Mafia hinstellen müssen, um sich selbst als Investigator zu confirmen. Sehr, sehr schwierig. Er wird geguiltet. Auf jeden Fall. War er einer der Guilty Voter eigentlich? Beim Medium? Das wüsste ich gerne. Aber leider kann ich mir den letzten Willen nicht anschauen. Tia Ahn könnte sogar Executioner sein. Der wirkt relativ suspekt mir gegenüber. Der hat ganz schön gefeuert gegen James Russell. Oh, er war Jester. Okay. Damit ist Tia Ahn kein Executioner. Warum soll er tot sein? Was will er claimen? Er wird doch jetzt, Tia Ahn wird jetzt in Jail wahrscheinlich selbst sowas wie Sheriff claimen, Doktor claimen, irgendwie sowas. In Random Town auf jeden Fall. Aber er wird halt einfach auf keinen Fall gekillt werden vom Jester. Was kommt jetzt? Na komm, hau raus, Tian. Was willst du sagen, was du bist? Oh, das dauert. Escort. Ein Random Town Escort Claim. Würde erklären, warum er gegen den Sheriff Claim gefeuert hat, weil er selbst ja selbst Random Town darstellt. Aber das dauert so lange, bis er da antwortet immer. Auf jeden Fall sind jetzt nur noch zwei Mafias übrig. Im besten Fall natürlich. Ah. Vigilante erschießt den Investigator. Warum? Was ist das für ein Vigilante? Der war doch confirmed. Warum hat Jennifer Olsen als Vigilante hier die Person erschossen, die sie ja quasi selbst confirmed hat? Gerade Jennifer Olsen hätte niemals William Hobbs killen dürfen. Sie wusste, dass er die Wahrheit sagt. Was war das denn bitte für eine dumme Idee? Und Audison stirbt. Jetzt muss die Town hoffen, dass Audison Mafia war. Ja, da hat Jaco recht. Idioten-Witchy wieder mal. Und er war Mafioso. Glück für ihn. Jetzt können sie es rausreißen. Jennifer ist doch eh tot. Jennifer ist doch confirmed Vigilante, zack, tot. Oh, Godfather gefunden, glaube ich. Tia Ahn hat angeblich John Proctor geroblockt. Das ist eine Person, die hat in der zweiten, nee, in der ersten Nacht gelieft. Oder am zweiten Tag zu Beginn, genauer gesagt. Von daher ist das ein ganz, ganz schwacher Claim. Das war ein ganz, ganz blöder Claim. Jetzt ist doch ganz einfach. Professor Chaos und Desu Chan müssen nur irgendwas claimen. Das waren normalerweise die beiden, die auch James Russell gebotet haben. Der Einzige, der es nicht gemacht hat, war eigentlich Tia Ahn. Ja. Tia Ahn ist für mich der Gottvater. Höchstwahrscheinlich, ja. Weil er hat gewusst, er sollte ihn nicht voten, um selbst nicht verdächtig dazustehen. Für mich richtige Schlussfolgerung von Jacko hier. Die Erklärung mit John Proctor passt auch nicht, weil er gelieft hat.
Das ist, ich weiß, dass Jaco das Spiel kennt. Und ich weiß, dass er hier einfach nur so einen Schwachsinn macht, weil Jaco weiß, es kann eine zweite Escort geben. Jetzt muss er richtig pokern. Sollte er wirklich hier falsch gelegen haben, hat er 50% Chance, um den richtigen zu finden. Er will jetzt wahrscheinlich Professor Chaos mitnehmen, oder? Ja, 50-50 Chance. Du weißt, dass Jennifer sterben wird. %. Nimm einen mit. Andererseits hast du auch das Riesenglück, dass du nicht gekillt wirst diese Nacht. Die Mafia wäre dumm, dich jetzt zu töten, weil du wurdest gerade als Mafia hingestellt. Claim was. Alles andere außer Lookout ist ein Easy Kill. Ja, Kill. Gewonnen. Glückwunsch, Jaco gewinnt das Ding. Er hätte Lookout claimen müssen, hat aber dafür nichts vorbereitet. War glücklich am Ende. Ich hätte Tia Arm jetzt nicht unbedingt gelünscht. Aber das mit dem Roadblock hat halt gar nicht gepasst. Der Investigator hatte Pech, dass ein Idioten-Vigilante da war. Aber am Ende souverän dann doch irgendwie gewonnen. Glück hat, dass Kawaii so schnell gefunden wurde. Aber was soll man machen? Gehört manchmal halt auch dazu. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es am Montag weitergeht bei Im Kopf des Feindes. Denkt dran, morgen im Kopf des Zuschauers. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, bedanke mich für euer Einschalten und auf Wiedersehen, Leute. Ciao.